Vor ein paar Tagen hatte ich eine sehr schöne symmetrische Zahl auf dem Bildschirm, nämlich 100.100. Und das waren die Klicks, die ich mittlerweile bekommen habe. Das ist eine unglaublich große Zahl, finde ich. Also 100.000 und ein bisschen mehr. Eine Riesenzahl. Und die habe ich zum Anlass genommen, mal so ein bisschen Statistik zu machen. Und da ist mir so aufgefallen, unter anderem, dass es eben so ein paar Videos gibt von mir, die mehr so auf die Hintergründe abzielen und auf den Zusammenhang, und die bekommen generell weniger Klicks, aber immer noch genug, dass ich weitermachen werde. Und ich wollte halt einfach dazu bemerken, dass mir diese Videos sehr wichtig sind und dass ich das auch beibehalten werde, weil ich, ja, für mich ist es so, dass man, für mich ist der Zusammenhang wichtig, und verstehen zu können und Möglichkeiten oder Informationen so vorzufinden, dass ein Verständnis oder erstmal ein Zusammenhang leichter zu erkennen ist, und wenn man den hat, dann kommt das Verständnis, das wartet dann, lässt dann nicht lange auf sich warten. Und deswegen finde ich diese Videos eben auch wichtig. Und das ist vielleicht so, dass man könnte natürlich auch so vorgehen, wie es halt die Wissenschaft macht, die halt sehr systematisch vorgeht. Die kommt dann immer erstmal mit der Theorie, dann kommt die Praxis. Und es ist aber so, dass natürlich die Mehrheit immer an der Praxis interessiert ist. Ist ja logisch. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass es eben auch viele Leute gibt, die halt eben an Hintergründen interessiert sind und an Zusammenhängen. Und wenn ihr zu dieser Sorte gehört, dann könnt ihr euch schon mal freuen, weil es wird noch mehr von dieser Sorte geben. Da wird es sogar noch ein paar richtig, richtig interessante Videos geben. Also solche, die, ja, ach, ich werde nicht lang drum herum reden. Ich werde sie einfach bringen, dann werdet ihr schon sehen, was ich meine. Auf jeden Fall, es bleibt im Prinzip dabei, und die Sache ist halt die, dass ich beiden gerecht werden möchte, logischerweise, und dass ich aber eigentlich diese mehr theoretischen Videos für, ja, die sind eigentlich wichtiger, weil sie verhelfen dazu zu verstehen, und verstehen ist etwas, das ist eigentlich das Höchste. Das ist auch das, was einen intelligenten Menschen ausmacht, weil der dann in der Lage ist, aufgrund seines Verständnisses auch solche Probleme zu lösen, für die er vorher noch keine Lösung hatte, weil irgendwelche Lösungen zu übernehmen und anderen was nachzumachen, das ist immer noch das Einfachste. So fängt ja das kleine Kind an. Das fängt ja erst später an, ein Verständnis aufzubauen. Und wie gut es das irgendwann kann, das hängt davon ab, wie gut der Lehrer war halt. Na gut, es gab ein paar Videos, und da sehe ich natürlich auch, wie viele Klicks die bekommen haben, und es freut mich, dass es auch viele waren, auch auf jeden Fall mehr, als ich gedacht habe. Es hat sich überhaupt alles besser entwickelt, als ich das dachte. In Zukunft werden noch ein paar mehr dieser Videos kommen. Das ist eigentlich so, dass wenn man wissenschaftlich arbeitet, dass man systematisch vorgeht und dann die Theorie eigentlich am Anfang bringt und dann später halt die Praxis, weil man die dann benutzen kann, um anhand der Praxis als Beispiel dann eben die Theorie zu vertiefen. Ich habe es ein bisschen andersrum gemacht, weil es Sinn macht, finde ich. Und zwar, weil es darum geht, dass man am Anfang erstmal überhaupt Leute den Kanal finden, überhaupt erstmal rausfinden können, ob er für sie interessant ist. Und dann war meine Absicht, dass ich dann nach und nach dann auch die mehr tieferen Videos hinterher schiebe. Es gibt sowieso genug Praxis. Also ich meine, der Alltag ist ja nur Praxis, ne? Wir haben ja genug damit zu tun. Und interessant wird es halt, wenn man Gesundheitsaspekte betrachtet, weil da ist es ja so, wir sind uns zwar alle total ähnlich und es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt eben auch Bereiche, da muss man das allgemeine Wissen oder die vielen Möglichkeiten, die man hat in einem gewissen Raum, die muss man auf sich selbst anpassen. Und dafür ist es wichtig, dass man verstanden hat.
Und deswegen werden halt noch ein paar Videos dafür kommen. Und es ist sogar so, dass nach meiner Auffassung die richtigen Knaller eigentlich erst kommen. Wer das versteht, was da noch kommt, was da noch kommen wird, der kann daraus einen großen Nutzen ziehen für sich selbst, für den Alltag und natürlich auch vor allen Dingen für die Gesundheit, was mir ja eigentlich das wichtigste Anliegen ist. Und wenn halt die Gesundheit auf einem hohen Stand ist, insbesondere halt, ja, doch, man kann eigentlich sagen, die Gesundheit, wenn also speziell, um es einfach mal auf mein Beispiel zu bringen, ich habe ja öfter schon betont, dass ich mit Quecksilber ein Problem habe und wenn das halt aus meinem Körper raus ist, dann kann ich auch viel klarer denken und dann läuft der ganze Alltag anders und jeder ist mehr oder weniger so, dass er halt aufgrund seiner vorangegangenen Ernährung noch Stoffe im Körper hat, beziehungsweise dass der Körper nicht optimal funktioniert, also mehr oder weniger noch belastet ist oder eingeschränkt ist. Und wenn das alles vorbei ist, dann geht es erst richtig los, dann kann man erst so richtig denken und dann wird es eigentlich erst so richtig interessant. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann ein paar Videos hat, die ihn einen inspirieren können, weil sie halt ein bisschen tiefer gehen. Also so ungefähr. Also ich wollte einfach nur mal, weil ich halt aufgrund dieser großen Zahl eben mal Statistik gemacht habe, wollte ich einfach mal ein bisschen darstellen, so wie meine Sichtweise darauf ist. Ihr seid ja die andere Seite sozusagen, ihr habt eine andere Sichtweise. Und halt auch so ein bisschen einen Vorausblick geben auf das, was da noch kommen wird. Okay, das war's dann schon hierfür. Könnt mir eine große Freude machen, indem ihr halt mir treu bleibt und auch meine Videos weiterempfehlt. Und was mich natürlich immer interessiert, ist halt, was ich natürlich auch an den Daumen hoch sehe, wenn es halt mal in die Tiefe geht und es kommen viele Daumen hoch, dann wird mich das natürlich dazu anspornen, weiterzumachen, logisch, ne? Und ja, und gerade halt die Videos, die halt so zum Verständnis führen können, das ist halt. Verständnis ist halt was, was man in der Schule nicht bekommt und auch im Studium nicht. Da, ja, viel zu wissen, das führt noch lange nicht zum Verständnis und deswegen muss man halt irgendwie weiterkommen. Und da so wenig Wert gelegt wird in der Gesellschaft, finde ich, ist es wichtig, dass es auch ein paar gibt, die sich die Mühe machen, halt auch mal solche Videos hochzuladen. Wie auch immer. Okay, in diesem Sinne, ja. Dann weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal.